Einen so. Wunderschönen. Heute sind wir mal wieder da, eure Jungs von Gamercheck und Gamercheck LP mit einem Spezial. Unser Thema ist heute neue Konsolen, aber erstmal wird anständig begrüßt. Heute ist mit bei vom Gamercheck der Crazy Freak wie immer. Meine Wenigkeit der Odin. Von Gamercheck LP der Onkel. Hallöchen. Und der Rainbow. Hi. Unser Thema ist heute Next Generation Konsolen, wenn man so will. Also vier Konsolen, die definitiv kommen werden. Die Wii U, Ouya, Xbox 720 und PlayStation 4, wo ja schon einige Gerüchte dazu bekannt sind und einige Daten zur Xbox ja noch nicht. Das werden wir alle bequatschen. Und zwei Konsolen, wo es eigentlich nur Gerüchte gibt. Das ist einmal die EA-Konsole, wo es schon seit Jahren Gerüchte gibt, und die Steambox. Davon hat mir der Crazy Freak auch erst was erzählt, davon wusste ich auch nichts. Ich bin ganz gespannt davon, Sachen zu hören. Dann werden wir mal anfangen. Fangen wir mit dem ersten Gerücht an, würde ich sagen, weil Gerüchteküche ist immer gut. Fangen wir an mit der Steambox. Hier müssen wir sagen. Ja, der Odin weiß zur Steambox gar nichts. Ich weiß nur, dass die Steambox soll in gewisser Maßen plattformübergreifend sein, sprich alle Spiele, die für Steam verfügbar sind oder waren, sollen auf dieser Konsole verfügbar sein. Aber, das ist ein großer Nachteil, finde ich, wenn das Gerücht wahr ist, wird es eine reine Online-Konsole sein. Sprich, die Spiele sind alle auf der Festplatte. Das heißt, es wird keine Disc oder sonstiges geben, was ich als Nachteil empfinde. Ja, aber so ist das Ding. Du ladest es runter und spielst es. Ja. Das ist auch nicht so Nachteil. Ist halt bloß jetzt wieder... Dann das Problem wäre dann halt bloß, dass man das ganz schnell wieder knacken kann, das Ding. Ja, nicht mal das, aber ich denke mal, so für normale Gamer ist es sehr interessant, ja, die Steam ja sowieso benutzen oder regelmäßig benutzen, runterladen, spielen, wenn man es nicht mehr braucht, runter damit, um Platz zu sparen, und irgendwann, wenn man Bock hat, kann man es ja wieder runterladen, weil man hat es ja gekauft. Aber richtig. Ich denke mal, für Chris und für mich wäre so eine Konsole absolut uninteressant, aber sowas von uninteressant, weil wir sind ja nicht nur Gamer, wir sammeln die Dinger ja auch. Wir holen uns ja ab und zu auch mal eine Collectors Edition, wie jetzt bei Assassin's Creed, einfach nur um sie im Regal dann zu stehen zu haben. Gut, wenn jetzt aber PC und alle miteinander verbunden sind, wäre das doch trotzdem lustig, dass alle mal irgendwie zusammenkommen. Ich sage nicht, dass es uninteressant an sich ist, aber so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also nur so reine Steambox. Kannst du auch auf dem PC zocken, da kann man sich auch auf dem PC hinstellen zum Zocken, da brauche ich keine Box kaufen für, bin ich der Meinung. Ja, aber in gewisser Maße ist das Ding für mich schon interessant, ja. Vor allem, weil man dann wahrscheinlich, so wie das aussieht, mit den PC-Leuten auch zusammen zocken kann. Das ist ja doch PC, das ist ja einfach nur, also ein bisschen habe ich mir ja schon gedacht, das soll doch eigentlich auch wie ein kleiner PC sein, wo alle drin ist, was der zocken kann. Und du sollst auch angeblich auch nachrüsten können. Ja, siehst du richtig. Wie ich gestern gelesen habe, die Nachteile von dieser Steambox sollen ja sein, dass die mit einem mit einem i7 anfangen wollen und mit irgendeiner großen GeForce-Karte, was die Steambox unendlich teuer werden lassen soll, täte. Wenn das wirklich so ist, dann hundertprozentig. Weil ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ihr wisst ja, meine Laptops sind durchgefeuert, weil bei mir der Blitz drin ist. Und dadurch habe ich mich ja schlau gemacht wegen einem neuen Laptop. Mein PC-Mann sagt, i5 reicht für mich mit 8 GB Arbeitsspeicher und so. Ja, wenn ich jetzt überlege, ein i5-Prozessor, der ist normal in dem Laptop schon drin. Wenn ich jetzt sagen würde, den gleichen, der kostet, nehmen wir mal an, der kostet 899. Ja? Aber... Wenn ich jetzt den gleichen Laptop, der 899 kostet, mit einem i7 nehme, ist nichts anders, nur der i7 kostet da mal locker knapp 400 Euro mehr. Ist doch ein Wort. Ja, das ist dann halt... Jo, das ist dann halt auch qualitätsmäßig viel höher. Intel. Ja, aber ja, davon mal abgesehen, dass mir erstmal ein i5 ausreicht, aber das ist das beste Beispiel für die Steambox. Überleg mal i7. Die kostet 700 noch was Euro, nur der Prozessor. Ja, denn die GeForce, ja, mit ordentlich Power, da packst du auch noch mal ein paar hundert hin.
Das sage ich ja, deswegen. Ja, bist du nicht mit bei. Deswegen sage ich ja, das soll der Nachteil dran werden, dass die verdammt teuer werden soll. Ja, und der Board eben so muss viel Schnickschnack drin ist. Ja, das Board muss ja auch noch rechnen, Onkel. Ist ja kein normal, wenn sie wirklich eine Box machen, das ist ja kein normales Motherboard, was du in jedem x-beliebigen PC reinhauen kannst und fertig ist. Das ist ja dann ein eigenes Board, was die haben. Muss ja cleaner sein, muss besser gekühlt werden, damit das alles vernünftig läuft und dass du auch stecken kannst und Arbeitsplatzspeicher und wer weiß, was da für ein Betriebssystem drauf ist, davon mal abgesehen, denke ich mal, werden sie auch auf Linux sehen. Also ich weiß nicht, also das wird das richtig teuer machen. Alleine die Einzelteile muss der rechnen und dann noch, dass er verbaut ist. Das außenrum, das ist ja das wenigste, aber der Board muss ja auch extra, das ist ja ein eigenständiges Board. Eben, du musst ja alles auch anpassen auf die Größe von der Box. Ich denke mal, Crazy wird jetzt bestimmt ein Bild mit einfügen. Da ja, siehst du, wie groß das Ding ist. Ja, also ich glaube nicht, also die Steambox würde sich durchsetzen, wenn, sagen wir mal, diese Mini-PCs, die du hinten am Fernseher ranschrauben kannst, wenn die schon die entsprechende Power hätten. Ja, da einfach eine externe Festplatte ran, bumm, würde ausreichen. Oder eine externe Grafikkarte, wisst ihr, dass du einfach nur so ein, dass du eine Box hast, was so klein ist wie so ein kleiner PC hinterm Fernseher, diese Mini-PCs, und dann die Grafikkarte nicht mal da drinnen oder so, dass der Arbeitsspeicher passt ja drin und Prozessor und Lüftung halt einfach ein paar Löcher drin und Selbstkühlung ohne Lüfter, wisst ihr? Die PCs machen es ja vor, die Mini-PCs. Und die Grafikkarte einfach extern. Eine externe Grafikkarte. Gibt's auch, ist realisierbar. Könnte man auch denn bei Bedarf, könnte man die dann einfach austauschen. Wenn man sagt, jetzt Mensch, ich habe das Ding jetzt 3 Jahre, ich brauche jetzt eine doppelte an Grafikkarte, dann gehe ich in den Laden oder bestelle mir bei Amazon eine externe Grafikkarte, so einen Kasten, und den brauche ich einfach nur ranstellen, Kabel rein, in die Grafikkarte, Kabel zum Fernseher hoch, bumm, läuft. Das wäre dann wird interessant, aber so ein großes Tesla-Ding da und dann... Na gut, wie gesagt, wenn du einen PC hast, ist es schwachsinnig. Das geht ja eigentlich bloß um die Konsolenzocker, dass die, weil viele Konsolenzocker, die sagen sich ja, ich würde gerne mal gegen PC-Spieler spielen. PC-Spieler selbst, also wie zum Beispiel ich, würde auch gerne mal gegen PS3-Zocker spielen. Aber das ist ja so nicht möglich und deswegen wird es ja eigentlich auch entwickelt, dass das mal möglich ist. Aber ich als PCler würde mir die Steambox, glaube ich, nicht kaufen, weil ich habe ja die Möglichkeit. Ja, von dem Gesichtspunkt kann ich dir hundertprozentig recht geben. Also unter dem Gesichtspunkt, wenn sie nicht so teuer werden würde, was sie wird, also sagen wir bis 400 Euro würde ich schon verkraften, würde ich mir das Teil auch holen. Alleine um mit euch PC-Lern mal zu zocken. Ja, und weil ich dann Box praktisch am Fernseher mache, ich muss nicht vom PC, vom Laptop sitzen, von meinem Bildschirm, ich habe dann meinen großen Fernseher, wie ich es halt von meiner Playstation gewöhnt bin, habe einen Controller in der Hand, ich komme mit WASD, ich komme nicht klar. Kann man damit nicht klarkommen, Mann? Ich bin damit aufgewachsen. Ich komme mit so einem komischen Controller gar nicht klar. Weil es eine verkackte Steuerung ist, dann mit dem Finger links, rechts. Ja, nein, Mann, damit läuft man super, Alter. Millimeter genau. Bei PlayStation habe ich einen Controller in der Hand, ich habe einen Analogstick. Oder ich nehme ein Steuerkreuz und mit Analogstick lenke ich dahin, wo ich will. Und dann ist es sensibel gut. Oder nicht sensibel. Analogstick, wenn man alles über den Daumen zu steuern, Alter. Ich bin, weiß ich nicht, motorisch so gut mit dem Daumen, ich kann gerade mal springen, Alter. Gut, das zeugt wieder von der... Ja, aber für den PC gibt's auch Controller, Odin, wirst du nicht glauben. Ja, ich habe ja auch mal mit dem Controller am PC versucht. Ich sag mal so, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Also ich persönlich, wenn ich jetzt ein Autorennen oder was weiß ich, ein Beat'em'up auf PC zock, dann ist das Letzte, was ich benutze, WSAD. Also ich benutze dann auch meinen Controller, also sonst kannst du das auch nicht spielen. Autorennen ja, schon gar nicht. Also alleine das ganze Feeling. Ich hab nicht den PCler, um Gottes Willen. PCler sollen ihre PC-Spiele spielen, ich spiele meine Konsole. Ich hab nicht den PCler, um Gottes Willen. Aber für mich, jetzt werdet überhaupt nicht vom PC oder vom Laptop sitzen und zocken. Ja, das ist nicht mein Ding. Das Feeling ist anders. Das Erleben. Ich sitze lieber auf meinem Sofa und habe meine Chips neben mir zum Beispiel oder mal auch meine Zigarette oder was weiß ich und zockt dabei und habe einen Controller in der Hand und zockt das auf dem Fernseher. Und alleine diese Konsolen zocken ist ein anderes Feeling für mich als PC. Also
komm mit PC, ich hab früher auch Black and White und sowas, habe ich auch gespielt, ich sehe nicht. Hab ich auch, mach ich auch mal. Oder Spawn oder so hier, mit dem, wo du die Viecher selber zusammenbauen kannst und so. Aber also auf Dauer könnte ich mir das nicht vorstellen. Gut, das ist ja jetzt auch nicht das Thema PC gegen Dings. Aber ich finde, jeder, wie er es gewöhnt ist. Also ja. Ich finde jetzt Konsole, na, bei mir ist das Problem, wie gesagt, ich habe Familie, Fernsehen ist bei mir tabu, deswegen, und an meinen Bildschirm, wozu soll ich eine Konsole? Mein Rechner da bringt das. Ich weiß nicht, Konsole, naja, ich brauch's nicht. Der eine so, der andere so, ne? Eben, aber ich sag so, wenn ich jetzt einen Ego-Shooter zum Beispiel spiele, kannst du mir hundertprozentig nicht weiß machen, dass du auf dem Controller besser bist. Definitiv. Ich nicht ein Spiel, okay, ein Shooter. Ist, ja, ich meine schon. Bei der Konsole ist es ein bisschen anders als am PC beim Shooter. Und bei den Konsolen hast du ein Auto-Aim automatisch mit. Das hast du ja beim PC nicht. Ja, alles Cheater, ganz ehrlich, also Auto-Aim, ich weiß nicht. Auto-Aim ist für mich Aimbot. Genau, oder was? Von ein Bot. Wenn man Counter-Strike ein Bot einstellt, wird man gebannt, darf man nie wieder Counter-Strike spielen. Ihr habt das einfach was so. Ist, was ist dieses Aim, was ihr da erwähnt habt? Das will ich wissen. Das ein Bot, der zielt automatisch. Ah, Zielhilfe. Genau. Ja, ja, das heißt da Auto-Aim. Er zielt ja nicht komplett, ja, er zielt halt so ein bisschen schon in die Richtung des Gegners. Ach, du bist so alles ein bisschen. Ihr könnt so nee, du kannst auch ausschalten. Guck mal, bei Max Payne, hier ein paar Leute, die ich kenne, die spielen online nur ohne Zielhilfe. Da hast du gar keine Zielhilfe. Da musst du alle mit einer Lookstick und die sind da super drin. Kann ich nicht. Ich ohne Zielhilfe, wenn ich mir jetzt Crazy Freaks manchmal Let's Plays oder so anschaue und er spielt irgendwelche Shooter. Also ich muss da schon manchmal grinsen, wie er da versucht anzupeilen, irgendwas zu treffen. Ich finde das lustig. Ja, also ganz ehrlich, ich habe damals mal beim Kollegen auf der Xbox 360 Call of Duty 3, glaube ich, war das, was nicht für ein PC, ja. rausgekommen ist. Ja. Ne? Ja. Ich habe es mal gegen ihn gespielt und ey, ich meine, das ging ja mal gar nicht, Mann. Ich habe da gesessen, gespielt, ich habe gedacht, ich bin besoffen, Mann. So eine Scheiß-Steuerung, also ich kam darauf, wie gesagt, gar nicht klar. Die einzigste geniale Lösung war damals der N64-Controller, da konnte man geil, halt die Fresse, da konnte man geil zielen, Ego-Shooter, N64, das hat Spaß gemacht. Boah, der Analogstick von N64, weiß ich nicht, der ging gar nicht, der war irgendwann so ausgelutscht, der ging gar nicht. Ja okay, aber jetzt... Gut, aber wir sind jetzt eigentlich bei der Steambox. Ja. 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 Keiner also, weiß mehr. Also für mich wird nicht. Also für mich wird nur was, um mit PC lang zu zocken. Aber definitiv kein Shooter. Ich bin kein Shooter-Fan. Ich hasse es, dass jedes zweite Spiel rauskommt, ein Dreck-Shooter ist. Du wiederholst dich. Ja, das haben wir ja, das hat man ja schon mal diskutiert. Aber wenn es von der vornherein ein Shooter ist und der gut ist, jetzt zum Beispiel Serious Sam nehmen wir mal, der macht einfach einen übelsten Spaß. Das braucht keine richtige Story. Ja, aber so, Spaß. So online so mit euch mal spielen, dit, also das wäre ein Grund, mir das Ding zu holen, aber nicht für so viel Geld. Definitiv nicht. Das ist richtig, ja. Da sollte ich mal ein bisschen was an der PS machen. Ehrlich gesagt. Der sollte ja eigentlich, wollten sie ja mal am Anfang vor 2 Jahren war das. Wollten sie einführen, erstmal plattformübergreifend, dass PS3-Leute mit Xbox-Leuten oder gegen Xbox-Leute, je nachdem, wie man sich da im Team zusammenstellt, spielen können. Das sollte ja eigentlich mal kommen. Ja, haben sie aber abgeblasen. Dann sollte kommen, dass einige Spiele, die plattformübergreifend sind, die es auf jeder Plattform gibt, dass wir die mit PC-Leuten spielen können. Ja, beste Beispiel ist, wo sie gemacht haben, Portal 2, da geht es. Bei diesem komischen Shooter hier, was ihr auch mal da, solltet ja auch kommen, haben sie rausgelassen. Ich hoffe, dass sowas mal kommt. Ich hoffe, vor allen Dingen schön Koop. Ich finde der Meinung, die könnten viel mehr Koop-Spiele machen und dann schön plattformübergreifend, oh, so, weiß ich nicht, so mit 3-4 Leuten. Aber da hätte ich dann schon 3-4 Leute Koop-mäßig spielen können. Ja, aber da hätte ich dann so ein bisschen Bock auf irgendwie dann sowas, ja, Jump'n'Run-ähnliches oder so. Ja, so wie Little Big Planet. Also so, Little Big Planet, plattformübergreifend, wie an der Konsole, ihr am PC und dann geht's los. Ja. Wo jeder seine reelle Chance hat. Da hätte ich auch Bock drauf.
Ja, aber es gibt auch noch andere Spiele, die man super zocken kann im Koop. Sowas wie Saints Row zum Beispiel, Saints Row 2, schieß mich tot, Saints Row 3 jedenfalls. Den haben ja Freak und ich, wir haben das ja gefühlte 20 Mal durchgespielt. Nee, wir haben 5 Mal durchgespielt noch. Aber das Endsequenz, also das letzte Level, das haben wir, Chris, haben wir 10 Mal gespielt, ich weiß es nicht. Oft genug, auch von wegen plattformübergreifend. Die Sache mit PS3 und Xbox, das wurde ja nur fallen gelassen, weil Microsoft ja Windows benutzt auf ihrer Konsole. Ja? Und wir Linux. Und deshalb war so das Problem, dass Microsoft Geld haben wollte, dass wir ihre App benutzen dürfen, weil das ja Microsoft ist. Ja, doof. So versauen sie den Gamer nicht zocken. Das wäre der erste Schritt, plattformübergreifend, wenn wir diese App mitbenutzen dürften und mit Xbox-Leuten, weil die App ja für Windows ist, dann ist der Sprung zu PC und PS3 hauchdünn. Spucken weit weg. Ja, Porto 2 hast ja, geht ja plattformübergreifend, da hast du eine App dabei bei dem Spiel. Das ist Steam. Dann loggst du dich in Steam ein und dann kannst du mit den PC-Leuten da Portal 2 zocken. Ja, das hatte ich ja damals. Das hatten wir ja damals ja schon mal in einem Gamerscheck hatten wir das ja schon mal diskutiert, dass ich mir das gut vorstellen könnte, da Microsoft ja jetzt einen hier draufhaut und dass Sony haben sich ja mit Google so ein bisschen da, Google TV, da kriegen wir jetzt einige Apps. Die Amis haben schon von Google TV, von der Box sozusagen, die YouTube-App gekriegt. Ja, ich bin der Meinung, früher oder später werden wir auf der PlayStation, denke ich mal, auch Steam bekommen. Denke ich mal. Genau wie, was gibt es da noch? Ja, so alles sowas. So Steam. Origin. Ja, Origin, darauf können wir verzichten. Da brauchen wir nicht. Wir haben PlayStation, doch. Ist alles sicher. Ich will kein Origin. Scheiß EA, Kacke, Müll, Dreck, Scheiße. Oh Mann. Sowas wie, ja, oder iTunes. Könnte ich mir auch gut auf der PlayStation vorstellen. Aber gut, wir haben unseren eigenen Musikstore, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben 3. Man könnte ja jetzt da spontan zur nächsten Konsole überspringen, und zwar PlayStation 4, ob da sowas drin sein würde? Ja, da könnten wir auch direkt überspringen zum nächsten Gerücht zur EA-Konsole, weil das ist eigentlich ganz kurz. EA-Konsole. EA-Konsole geistert durchs Netz, ihr schlagene 5 Jahre mindestens, und ist da irgendwann mal in Release kommt, nee, ist irgendeine Veröffentlichung gekommen, was da drin sein soll, nö. Irgendwie ein Demo, wie das Ding aussehen soll, nö. Ja, das ist ein Gerücht. Das ist einfach, hey, komm, weil die Leute das wollen, weil EA damals alles aufgekauft hat. Ja, hat mir ein Kumpel damals erzählt, EA kauft ja alle Entwicklerstudios auf, die machen gute Spiele, die kaufen sie auf, die sammeln ihre Leute, weil sie eine eigene Box rausbringen wollen. Olle Wormsocker hat mir das erzählt. Naja, EA-Konsole hätte Vor-, aber auch Nachteil. Der Vorteil wäre natürlich, du hättest die ganzen EA-Spiele auf einer Konsole. Ja? Der Nachteil wäre, ist meiner Meinung, ich glaube, hat der Onkel auch schon angesprochen, vorher schon mal, dass wahrscheinlich EA nicht mehr so viel für Multiplattform rausbringen wird, sondern halt eigene Titel nur für die Konsole. Und dann hätten wir anderen wieder den Nachteil, hätten wir wieder die A-Karte. Ja, nee, nicht wirklich, weil EA kann ich ehrlich drauf verzichten, ja, muss ich sagen. Gut, kein Dragon Age 3. Gut, hat sich erledigt. Das ist nicht EA, da ist nur EA der Publisher. Das ist BioWare. EA ist immer nur der Publisher. EA produziert keine eigenen Spiele. Nur mal so ich als sag, Hinweis. Ich sag, das ist meine größte Angst. Und ich hoffe nicht, aber ich denke mal, dass meine Angst sich widerspiegeln wird. EA wird BioWare so dermaßen reinreden, ja, bei dem Spiel, genau wie sie bei Mass Effect gemacht haben, und dann können sie 1000-mal besteuern, wir haben da nicht reingeredet, das waren die für sich alleine, wir publishen nur. Einen Scheiß machen die. Die haben Scheißhaufen, haben die nicht verdient. Die haben den Scheißhaufen für die Scheißfirma, die ganze Welt haben die verdient, haben wir auch nicht. Und ich sagte, so wie es ist, die werden den Publisher an Rinn reden, und Dragon Age 3 wird der absolute Flop, das wird totaler Müll werden. Ich hoffe es aber nicht, weil ich schimmel. Und ich freue mich auf Crysis 3.
So, jetzt hast du den Odin. Ja, toll, wir haben einen Shooter in dem Schlüssel. Weil es war schon immer ein Shooter gewesen, wird auch immer ein Shooter bleiben. Aber von der EA-Konsole, ich glaube ja nicht, dass die brummt. Das ist ja... Ich meine, das Ding gibt schon seit Jahren, dieses scheiß Gerücht. Und weder von EA noch sonst irgendwo gibt es Bilder oder irgendwelche Infos, da gibt es irgendwie gar nichts. Gut, man weiß ja nicht, wie lange zum Beispiel bei Steam, bei Steam diese Steambox schon im Kreisel ist, dass das bloß noch nicht übergeschwappt ist. Weil dieses Steam gibt es ja auch schon ewig. Vielleicht, weil das EA wird dann sicherlich auf dieses Origin getrimmt. Und ja, toll, haben wir noch mehr Überwachung. Was soll ich mit einer Box, die mich von vorne bis hinten überwacht, überlegen, man hat es nicht an der Kamera? Das hat man bei Steam damals auch gesagt, das ist doch absoluter Nonsens. Ja, die mit ihrem Dings, EA traue ich dir zu. Lass mal so eine Konsole machen, wa? Und dann hast du ohne Kamera für Kameraspiele, ja? Dann können die Kamera einfach mal so anschalten und können die ausspielen. Das traue ich EA zu. Ja, dann ist nichts mehr mit einfach mal schön vor der PlayStation hocken oder vor der EA-Konsole hocken. Sich ein Porno angucken, ne? Dann geht das gleich alle nach EA. Das heißt ja, wenn ich mir da eben vom Palme wedel, dann können die da zugucken an ihrem Scheißbüro. Uli, wenn du danach gehst, PSN, also PlayStation wird auch überwacht. Da werden wir auch überwacht. Das ist egal, wo du bist, du wirst immer überwacht. Das ist nun mal Überwachungsstaat, das ist nun mal so. Aber EA übertreibt, so. Ja. Tun dein EA-Brass, hey. Ja, ich hasse ihn. Odin. Ja. Ja, nee, dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Konsole über. Ja, sucht euch einer aus. Ja. Wii U, Ouya, Xbox 720 oder PlayStation 4. Also für mich ja. Die interessanteste Konsole, muss ich sagen, Wii U. Ja. Interessant. Das interessanteste. Naja, also ich finde sie ein bisschen, ja, scheiße will ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Controller ein bisschen sehr wuchtig. Ja, von dem geht ja wahrscheinlich schon alles aus, ne? Von dem Ding. Ja, von diesem Tablet. Und ich bin kein Tablet-Zocker. Ich will nochmal einen Controller haben und will sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Und nicht, was da auf diesem kleinen Tablet passiert. Das ist ja auch sozusagen der kleine Bildschirm. Das ist bloß eine Erweiterung. Das ist nur eine Erweiterung. Auf dem Bildschirm genau. Hast dein Spiel, aber du hast unten dein Inventar oder sonst irgendwelche Scheiße. Richtig. Und den Bildschirm kann ein zweiter Spieler benutzen, um dir in dein Spiel reinzufuschen oder dir zu helfen. Du musst das ja nicht bei den meisten Spielen nicht benutzen, das ist nur ein Zusatz. Bei Zombie U zum Beispiel brauchst du es. Ja, da brauchst du, du musst ja die finden. Ich sage ja nicht, dass es immer so ist, dass es immer nur helfen oder bestrafen oder sowas ist. Aber genau deswegen, wegen eben Zombie U zum Beispiel, interessiert mich diese Wii U Videosau. Nur der Controller, ja, der wird... Hat mich schon geflasht. Ja, aber der Controller, der wird auch ein ordentliches Gewicht haben, nehme ich mal an. Der wird nicht so wie ein PlayStation oder Xbox Controller sein. Der wird schon ein bisschen Gewicht haben. Also die Videos, die ich gesehen habe, da haben sie das Ding beschrieben. Der soll wohl sehr leicht sein. Aber die wissen jetzt nicht, weil die waren ja am Kabel dran. Ja, da war ja Diebstahlschutz und die waren ja permanent am Kabel. Und da haben sie gesagt in den Videos, sie wissen jetzt nicht, ob die Akkus da überhaupt drin sind oder nicht, weil das ja am Kabel hin. Kann sein, dass das Ding später noch schwerer wird. Aber wenn es so ist, wie es jetzt ist, haben sie gesagt, ist angenehm, ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Gut zu handhalten. Ja, was ich gut finde, der Tablet, der hat ja an der Rückseite noch so Griffe, dass du richtig reingreifen kannst. Das fand ich wieder gut. Ja. Das ist kein normaler Tablet, sondern halt mit Griffen hinten, dass du richtig reingreifen kannst. So wie man das von der Controller auch kennt. Aber das ist eben das, also das Zombie U, das muss ich unbedingt, wenn das mal hat, wenigstens mal probieren oder sowas, weil irgendwie, da hat's ja, das hat ja irgendwie, ja, weiß auch nicht, irgendwie komplett, wenn man das schon sieht, komplett anderes Feeling zu zocken als mit dem Controller oder so. Also du musst ja da richtig, du bist ja da richtig im Spiel, das ist ja das Geile. Ja, das Geile ist auch, du bist ja mit 4 Mann unterwegs und wenn du stirbst, stirbst du ja nicht einfach. Du stirbst zwar, aber deine Sachen, die du im Rucksack hast, sind dann auch auf dem Fleck, wo du gestorben bist. Du übernimmst dann die Rolle von einem anderen, kannst dahin, wo du gestorben bist und kannst deine Sachen wieder einsammeln. Das ist ein geiles Feature, muss ich sagen. Ja, okay, aber das ist doch für Sony ganz, für Nintendo ganz normal. Nintendo hat immer neue Maßstäbe gesetzt in der Bedienung.
siehst du am GameCube, dann siehst du, also eigentlich, die hatten immer irgendwas, was andere nicht hatten. Und da mussten sie natürlich jetzt ihren draufsetzen. Ja, nur Nintendo hängt immer irgendwie hinterher. Die kommen jetzt erst praktisch mit Full HD, ja, also... Ja, und die anderen nicht. Schon mit Ultra HD und Ultra HD Ready kommen. Richtig, aber die Wii U... Ja, weil die versuchen bestimmt einfach mehr auf den Spielspaß raus, als auf dieses Qualitäts-super-tolle... Weil es kann auch schlecht Grafik... Es können auch Spiele mit schlechter Grafik sehr gut sein, das ist das. Da gebe ich auch mal hundertprozentig recht. Und ich muss sagen, ich habe ja die Wii. Ja, Chris meckert immer rum über die Wii, aber die Wii ist echt eine Familienkonsole, muss ich sagen. Wenn du in der gemütlichen Runde bist und hier SingStar spielst oder Rayman Heavy Rebels und so ein Scheiß, dafür ist die Wii echt geil, weil die ist echt wirklich Familienkonsole. Und das hat ja auch der Sprecher von Nintendo damals gesagt, wo, was war denn das, Monster Hunter 3 kam. Absolut geiles Spiel, aber auch nur mit 4 Leuten online spielbar. Wir passen dann die Lobby nicht ran. Und da haben auch viele gemeckert, oh, wir wollen mehr Online-Spiele und bla bla bla. Und da hat Nintendo gesagt, das ist uns scheißegal. Wir machen ab und zu mal sowas. Aber das ist nicht unser Hauptaugenmerk. Wir sind nicht da, um Spiele zu machen, damit einer alleine zu Hause sitzt und der andere sitzt in Kassel oder in Hongkong und spielt damit. Wir machen eine Konsole, wo man mit mehreren Mann dran sitzt, eine Familienkonsole. Dass man zusammen in einem Raum sitzt, zusammen spielt, zusammen Spaß hat. Und nicht, einer sitzt an dem Monitor, der andere an dem Monitor und dann habt Spaß. Und das ist halt das Konzept von Nintendo. Das fand ich auch bei der Wii so besonders. Also alleine spielen macht die Wii ja eigentlich auch gar keinen so richtigen Spaß. Das ist ja doch, manche Spiele muss schon. Da mehrere Mann sein. Ja, ich, na gut, mein Vater, der ist jetzt schon weit in der 70, der hat sich jetzt vor kurzem eine Wii-Konsole gekauft und jetzt wird immer Silvester oder so, wird immer abends Kegeln gespielt. Ja, das macht richtig Spaß, ne, mit den Leuten. Ja, meine Tochter oder so, die hängen da alle dran, die machen richtig, richtig Spaß, macht das. Sicher macht das Spaß, ich sage, das ist Spaß, aber für mich ist es halt keine Konsole. Und Nintendo macht halt mehr, dass sich der Spieler mehr ins Spiel integriert. Das macht Nintendo aus. Das finde ich ja eigentlich auch richtig. Das ist ja so die Zukunft des Gaming, sage ich mal. Das soll ja noch auf weiteren Konsolen und für den PC wollen sie es ja auch machen, dass sich der Spieler mehr ins Spiel integriert. Ja, ich finde das von Nintendo nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde das ganze Konzept schon mal gut. Aber mir persönlich bringt das nicht viel, muss ich sagen. Weil ich sitze meistens alleine. Der Freak, ich wohne hier im Osten und da Berlin, der Freak, der wohnt in Kiel. Und wir zocken halt immer nur zusammen. Ja? Ist halt nur so, wir zocken gerne zusammen, also irgendwelche Koop-Spiele oder miteinander, gegeneinander, was weiß ich. Ja, das macht sich da ein bisschen doof, wenn ich sage, ey, Bock, hier Saints Row 3 zu spielen? Ja, warte, ich setze mir einen Zug, ich bin morgen Abend da. Ja, das siehst du so richtig, da ist schon online eine andere Option. Das ist gut, man muss jetzt die Extremfälle ja auch mal mit nennen, ja. Ja, ne, ist so, ihr wisst ja nicht so, also ich habe so eine Art Platzangst, also ich kann ja nicht großartig, also Bus und Zug kriege ich gar nicht. Und ich sitze ja meistens zu Hause, ja? Ich kann nicht unter viele Menschen. Und die Konsole ist halt ein Mittel zum Zweck, dass ich noch Kontakt zur Außenwelt habe, sagen wir mal so. Ja? Und wenn ich da dann online spiele und mit anderen Leuten quatsche, gut, meistens sind ja irgendwelche Amis drin, mit denen kannst du nicht quatschen, aber der Chris ist ja meistens ja mit bei. Oh, mit dem kannst du auch quatschen, nur du verstehst sie erstmal nicht. Ja, und wenn ich da dann zocke und dann mit Leuten unterhalte und das ist ein Stück Kommunikation und halt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, weil man unterhält sich ja mit anderen, die man nicht kennt, die man einfach so kennenlernt oder hast du nicht gesehen. Oder mit Franzosen, bloß mit der Sprache Habers, ne? Ja. Oh, ja. Ja, da kann er was zu sagen hat, würde ich sagen, nächste. Machen wir Uja, würde ich sagen. Uja, da mal gucken. Da, die anderen wissen ja noch nicht wirklich was. Oder Onkel, hast du dich schlau gemacht? Für mich völlig uninteressant, ehrlich gesagt. Ich hab's für mich eher interessant sein soll. Weil das sehr viel Android und Handy und was weiß ich. Ja, aber ist sehr interessant für mich. Also ich bin echt am Überlegen und hadern, ob ich mir die vielleicht doch noch hole für $130. $99. $99 eine Konsole. $130 eine Konsole mit 2 Controllern. Oho. Ja, weil ich brauche einen zweiten Controller. Muss man ja vorsorgen, dass man ja auch mal zu zweit zocken will. Aber für mich wäre die Konsole jetzt soweit interessant,
da sie ja offen ist, ja, und da etliche Apps geben wird, und für Android gibt es schon etliche Media-Server-Apps und hast du nicht gesehen, wäre für mich in dem Augenblick interessant, dass ich da einen Hub ran mache mit meinen Platten, wo ich meine ganze DVD-Sammlung, weil ich bin faul, ich gebe zu. Chris meckert immer über mich rum, aber ich gebe zu. Ich bin faul, ich habe meine ganzen Filme, die ich habe, auf Platte. Weil ich zu faul bin, an die Playstation zu gehen und die Blu-ray oder halt die DVD zu wechseln. Wenn ich hier meinen Schrank angucke, mit meiner Heinz Rühmann Collection, da ist ich 20 DVDs von Heinz Rühmann. Ja? Und wenn ich Bock habe, jetzt mal 3-4 Filme hintereinander zu gucken, dann mache ich mir einfach die Konsole an, ja, weil meine Festplatte hängt da an der Playse dran, beziehungsweise an der Fritzbox, und kann mir die Filme angucken, kann mir das aussuchen. Und wenn ich jetzt sage, mitten am Anfang, ach nee, den will ich jetzt doch nicht, gehe ich einfach zurück und starte einen anderen, auf den ich wohl mehr Bock habe. Und brauche nicht aufstehen, zur Playstation gehen, Auswerfknopf drücken, rausnehmen, wegpacken, neue rein, wieder hinsetzen. Das spare ich mir alles. Alter, wenn du das Schritt okay, für Schritt aufzählst, dann hört es ja an, als wäre das eine Odyssee quasi. Ey, meine ja, Playstation genau. Ist von der Couch gefühlte 20 Meter weg. Nee, Quatsch. Was sind das? Zwei Meter. Ja? Zwei Meter Luftlinie, also geradeaus. Ja, das zählt nicht, das ist Luftlinie. Weil ich muss ja, wenn ich aufstehe, ich muss ja um den Tisch herumlaufen. Dann sind um das 3 Meter. Bis zur Playstation sind das dann 1, 2, du könntest den Tisch auch vorher beiseite stellen. 3,5 Meter sind das dann, ja? 1,5 Meter mehr. Spring doch über den Tisch. Das ist ein Glastisch. Stell das Ding noch auf den Tisch. Ja, aber jetzt würde ich gerne mal so dass die Grundkenntnis von der Uya. Du scheinst dich auszukennen. Was ist das überhaupt? Warte Chris, ich will jetzt. Uya ist. Du kennst doch die Apple TV Box, oder Onkel? Nee. Also Apple hat so eine Box gemacht, das ist ein Apple-Betriebssystem drin, dann kannst du halt Filme aus dem Netz runterladen von Apple Store und kannst gucken und hast nicht gesehen. Und sowas gibt es jetzt auch für Android, also mit Android basieren. Da kannst du halt Festplatte anschließen, SD-Karte, Handy, was weiß ich, kannst du alles anschließen, kannst du deine Fotos da ankicken und kannst auch online gehen damit, um mal ein paar E-Mails abzuchecken oder halt YouTube, jetzt ohne YouTube-App oder deine ganzen Podcast kannst du dann halt rinknallen, kannst du sagen, bumm, und er benachrichtigt dich, sobald du da halt das gucken kannst, oder hier die ganzen Mediatheken von den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Kommt zum Punkt. Also, ja, kannst du rinladen, und sowas ist auch Android-basierend. Und die Uya ist praktisch auch Christus Android. Interessiert mich ja gerade, was er da erzählt. Und die Uya ist praktisch alle zusammen. Telefon und diese TV-Box. Also die ist offen, die basiert auf Android. Du kannst praktisch, soweit ich gelesen habe, Android-Spiele, die im Market sind, kannst du auch wohl installieren, weil ist ja normales Android, was bloß bearbeitet wurde. Ja, deswegen hast du diesen Touchscreen, soll auch ein eigenes geben, und es soll für Entwickler soll das gut sein, weil die halt komplett offen ist und die da ihre Homebrews, also nicht programmierte Spiele oder Anwendungen, die von der Firma Uya her sind, installieren können zum Testen und machen, und also finde ich sehr interessant für Entwickler, total klasse. Haben die ein bisschen zum Rummachen, weil die haben meistens auf der Wii jetzt gemacht, weil die jetzt eigentlich am offensten war mitunter, und mich reizt halt, dass es halt auf Android basiert, wie mein Handy. Ich mit Android kenne ich mir aus jetzt mittlerweile, es läuft flüssig, ich weiß, was ich wohl alles ist. Gibt es hier noch Apps, die man runterladen kann? Wie gesagt, die Apps aus dem Market sind alle kompatibel, wo wie heißt. Da kann ich mir eine Media Player App ziehen, irgendeine Furz App, wo du halt Knöpfe drückst und kommen verschiedene Fürze oder irgendwelche Spiele oder so, und dann kannst du nicht spielen. Ein Must-Have für die Massen? Nein, ich sag ja nur als Beispiel, dass alle Apps wohl aus Market laufen sollen. Ja? Und deswegen werdet jetzt so eine Multikonsole. Für die Xbox-Leute habe ich letztens im Video gesehen, da hat der eine Xboxer auch gesagt, das wäre was für mich, weil der guckt jetzt alle seine Filme immer über die hat die vorher immer über die alte Xbox geguckt, und die neue, da ist wohl der Media-Server nicht so gut. Ich habe es beim Kumpel mal gesehen, der ist echt lahm und ist nicht so schön wie bei uns auf der Playstation. Da hast du dann halt deine, wenn öffnet sich das, und dann hast du da deine Bilder, und dann steht da der Name vom Film. Dann startest du das, dann braucht er erstmal ein bisschen anläuft. Und wenn der Film anläuft und du sagst, oh, jetzt hat keinen Bock, eh der denn mal Stopp macht, wenn du die Stopp-Taste gedrückt hast,
das geht ja auch noch mal wieder was hin. Also der Mediaserver da oder angehende Mediaserver der Xbox 360 ist da nicht so prall. Und da sagen viele, alleine nur weil sie offen ist und weil man sie als Medienserver nutzen kann und sowas alle und seine paar Apps und sowas drauf machen kann, werdet schon sehr interessant. Der Nachteil an dieser Konsole ist aber, finde ich, dass da kommen ja auch normale Spiele raus, ja, sollen ja auch rauskommen. Aber alles Free-to-Play-Spiele, sprich, die werden zwar umsonst sein, aber wenn man da richtig zocken will, also normal zocken will, muss man dann Geld zahlen. Das sehe ich wieder als Nachteil der Konsole. Aber zum Zocken ist die ja eigentlich gar nicht gedacht. Die ist ja eigentlich gedacht für Programmierer oder sonst was, um Spiele zu programmieren. Und die dann und zu Hause als Mediathek sozusagen. Genau. Und dafür finde ich sie gut. Und Kinder mit so einem Controller in der Hand oder so einem Touchpad, kannst du ein Kind da hinsetzen, mit dem Touchpad kannst du umgehen relativ, ja, kannst dann halt nochmal spielen, also macht Sinn. Ja, das Touchpad soll ja praktisch den Mauszeiger ersetzen, dass du nicht mehr mit dem Stick da rumpullen musst, sondern dann genau auf dem Touchpad da rumäugeln kannst. Richtig. Das ist wieder geil. Ja, der Touchpad ist da in der Mitte, da wo bei uns praktisch der Home-Knopf ist und Start und Select und so. Richtig. Ja, und sieht, also der Controller sieht optisch auch gut aus. Also ich bin echt am Liebäugeln mit dem Ding. Das wäre mal was für mich, für meine Technik-Ecke zu Hause. Ja, für mich eher weniger, weil grafisch hoch werden die Spiele nicht sein. Ja, das werden reine, sag ich mal, Handyspiele. Ja, grafisch toll. Aber, na gut, musst du bedenken, Chris, die neuen Android-Telefone haben alle Full HD. Ja, also machen sie auch ein gutes Bild, also wird auch auf dem Fernsehen relativ gut aussehen. Full HD ist nicht gleich Full HD, das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Full HD auf dem Handy habe oder Full HD auf dem Fernseher, das ist ja ein Unterschied. Ja, aber die Qualität wird trotzdem gut sein, denke ich mal. Es wird jetzt kein PlayStation-Ersatz, um Gottes Willen, ich will nicht sagen hier, oh, das ist die Next-Generation-Konsole schlechthin, da, offen kannst du alles machen und nee, das wird nicht sein. Vor allen Dingen, weil die großen Publisher schon davon, denke ich mal, Abstand nehmen werden, weil die Konsole offen ist. Ja, da werden die großen Publisher definitiv keine Spiele machen. Aber wenn ich mir so den Entwicklungsgang der Homeview-Programme der Nintendo Wii angucke, ja, also, was die für Grafik jetzt, die haben angefangen mit Pixel-Grafik, jetzt sind sie schon am PlayStation 2-Grafik dran, vom selbst programmierten Spiel wohlgemerkt. Also nicht irgendein gekauftet oder umgemuddelt oder sonst selbst gemacht. Und die Apps, die es da gibt und so, wenn ich mir den Werdegang angucke, wenn da wirklich viele auf den Zug der Ouya umspringen, ich denke mal ganz, ganz stark, dass da viele Apps kommen werden, die sich lohnen und auch viele Emulatoren für alte Spiele, für die DOS-Liebhaber und so, wo du die ja nicht mehr spielen kannst. Weil gibt es ja für die Wii auch genug Emulatoren hier, DOS-Emulator und hast du hier denn? Ja, ich denke ja mal, dass diese Ouya erstmal nur der Anfang sein wird, um erstmal ordentlich Geld reinzukriegen und dass dann eine richtige Konsole praktisch kommt. Das denke ich auch. Und vor allen Dingen die Ouya, ich bin ganz stark der Meinung auch, dass die Ouya ein riesen Sprungbrett wird für viele Entwickler. Weil ich kenne, warte mal, müsste ich jetzt lügen, von zwei Entwicklern weiß ich und ist hundertprozentig. Die haben Homeview-Programme gemacht, also Spiele gemacht auf der Wii. Also praktisch, du kannst deine Wii hacken sozusagen, dass er halt nicht nur Nintendo-Sachen laufen und da haben die selbst ein Spiel gemacht. Also kein fertiges Spiel, was wir irgendwo rausgeholt haben, bearbeitet haben, richtig eigenständig selber gemacht. Und da sind die Firmen so aufmerksam geworden durch dieses Spiel und die haben bei großen Firmen stehen die unter Vertrag. Also die haben ausgesorgt. Okay. Naja, mal abwarten, was die Ouya bringt. Also ich weiß es noch nicht, was ich davon halten soll. Deshalb würde ich eher warten, bis die rauskommt und was dann so an Testberichten und Schieß mich tot dann kommt. Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen, würde ich sagen. Meine Rede. Nee. Ja, dann machen wir gleich weiter mit der neuen, oder was? Mit der neuen Xbox 720. Ja, dann macht die PlayStation 4 mit rein. Ich würde sagen, das machen wir zusammen. Nein! PlayStation 4. Nein, die soll extra. Genau. Ich wurde extra für die Zuhörer, ich wurde extra vom Herr Crazy Freak angehalten, mit der Xbox 720 negativ ins Gericht zu gehen. Ich soll mich gesittet verhalten. Warum, du sittest doch schon. Ja. Jetzt hast du ja schon negativ geredet. Ja, fang du mal an, Chris, weil sonst, ich darf nicht negativ sagen, ich muss mich zurückhalten.
Ja, nein, also Xbox 720 ist ja schon seit Jahren bekannt, sage ich mal, dass die rauskommen soll. Kommen soll sie laut Gerüchten schon nächstes Jahr. Oh ja, einfach, da freue ich mich ja, total toll. Ja, jetzt sei ruhig. Die soll wahrscheinlich Ende nächsten Jahres erscheinen, auf der E3 nächsten Jahres auch vorgestellt werden. Soll auch laut Gerüchten keine DVDs mehr haben, sondern Disc, kleine Disc, so Chipkartenmäßig. Aber ist ja auch alles noch Gerüchten. Jetzt sei doch mal ruhig, halt's Maul. Ist ja alles noch so gerüchtemäßig. Dann soll sie noch keine 4K-Auflösung haben, also keine Ultra-HD, wie das die PlayStation 4 haben soll angeblich. Nicht? Boah, dann wissen wir doch schon, dass die Spiele schon wieder total scheiße werden die nächsten Jahre, weil die Xbox-Scheißbox da wieder nicht mithalten kann. Oh, die gute Box nicht mithalten kann, die jetzt endlich ein richtiges Full-HD bekommt und nicht nur ein emuliertes. Das sind doch alles noch Gerüchte. Hochskaliertes, meine ich. Wusstest du denn nicht? Die S-Box, ich darf den Namen Schrott und den Wabarin nicht zusammen sagen, wurde ich angehalten vom Crazy Freak. Ja, die hat kein Full-HD. Genau, das darf ich nicht sagen. Du darfst es sagen, ich darf es nicht, hat er mir extra gesagt. Ach, Sig dürfte Schrottbox sagen, oder was? Du darfst auch sagen, ich darf es nicht sagen. Na ja, gut, okay, nie. Die neue, also praktisch die S-Box, die kam, die graue damals, die hat zwar geprahlt damit, dass sie Full-HD hat, hat aber kein Full-HD. Die hat nur ein hochskaliertes Full-HD, also kein wirkliches Full-HD. Und dadurch sind für euch PCler und uns PlayStation-Zocker die meisten Spiele, die plattformübergreifend sind, von der Grafik her nicht so toll. Wenn ich mir angucke... Welche Spiele sind plattformübergreifend? Ah, hier, Mensch, hier, sag schon. Multiplattform. Ja, da gibt es einige Spiele, die Multiplattform sind. Ja, nur deren Namen wissen wir jetzt leider nicht. Warum auch immer. Weil ich mich nicht vorbereitet habe. Davon übergreifend meine ich nicht, dass man zusammen zocken kann. Ich meine damit, dass es nicht nur auf einer Konsole dieses Spiel gibt. So, besser. Zum Beispiel Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield hast du nicht gesehen. Assassin's Creed ist aber da eine Ausnahme von der Regel. Das hat 1080p. Hattet. Die anderen, die für alle Konsolen kommen und halt auch für den PC, haben meistens die höchste Auflösung 720p. Und warum? Wegen der S-Box. Weil die ja nur 720p kann und den anderen skaliert so hoch. Ja? Und wenn die jetzt wieder kämen, ich war davon abgesehen, dass ich mir so einen teuren Fernseher nicht kaufen werde. Die drei noch im Prinzip. Wenn wir das haben, dann haben die anderen das auch zu haben, dass wir ein besseres Bild haben. Wenn ich mir da die PlayStation-Exklusivspiele angucke, die haben so gut wie alle 1080p. In einer genialen Auflösung. Ja, aber ich muss sagen, Battlefield wurde für PC kreiert, nicht für Konsolen. Weil du Battlefield gesagt hast. Das ist die Auflösung nicht bei Battlefield. Das muss Chris hat doch Battlefield gezockt, glaube ich. Du hast doch die Auflösung. Hat 1080p. Siehst du? Kommen die Spiele erst für den PC und dann für die PlayStation und dann für die Xbox oder halt gleichzeitig. Oder für die PlayStation und dann für den PC haben sie meistens 1080p. Kommen sie gleichzeitig für alle Konsolen, haben sie in der Regel 720. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich um die X720. Und du darfst mal Push-to-Talk machen. Ja, und ich bin davon nicht begeistert. Ich finde die Scheiße, der Controller, da hebst du dir einen Bruch. Ich hab's versucht. Ich gebe zu, ich hab der Xbox, der alten, der echten, der ersten, habe ich eine Chance eingeräumt. Ich habe ihr wirklich eine Chance eingeräumt und habe damit gespielt. Der Controller ist kacke. Dann habe ich der 360, habe ich eine Chance eingeräumt. War der Controller genauso kacke. Nicht mal Wi-Fi drin, nein. Und das Headset, ja, nicht wie eine anständige Konsole oder wie ein PC, wo du halt ein bisschen aufrüstest, ein Headset mit Bluetooth oder Funk. Nein! Da steckst du ein Kabel in den Controller. Was? Und die Batterien, die sind auch nicht irgendwie wie im PlayStation-Controller inbegriffen. Nein! Da hast du ein Eco-Pack, was du unten ran donnerst. Ja, aber das ist mit steckst du dein Headset in den Controller? Ja, also ist bei der Xbox so? Ja, bei der Xbox ist das so. Du hast da das Aufladekabel und da kommt auch das Headset dran, das Original-Headset. Es gibt aber auch eins, das haben die vor einem Jahr oder so rausgebracht, was auch per WLAN funktioniert.
Also per Funkübertragung. Das kostet aber 50 Euro. Ja. Und daher. Tja. Darum werden sie noch heute Premium-Nutzer. Genau. Xbox Live. Ja, da musst du Geld für Online-Zocken bezahlen, Alter. Du musst Geld bezahlen. Und pass auf, jetzt kommt das Beste. Chris, wenn wir aus dem PlayStation Store, nehmen wir mal an, wir laden unser Konto auf mit Geld und wir finden ein geiles Spiel. Ja, zum Beispiel Assassin's Creed haben wir zwar vorbestellt, aber wir könnten sie am PSN auch vorbestellen. Wenn wir das Assassin's Creed runterladen und gespielt haben und dann sagen, jetzt sind wir durch, jetzt löschen wir es erstmal und in einem halben Jahr möchten wir es nochmal spielen, können wir es runterladen? Wenn ja, wie viel kostet es? So. Bei Xbox ist es so, du kannst es einmal runterladen, wenn du es dann nochmal runterlädst, dann musst du, ich glaube, 5 Euro Gebühr oder so bezahlen. Richtig, und bei uns nicht. Wir laden mal drunter, dann ist das gemerkt, dass wir das runtergeladen haben und wir können so oft runterladen, wie wir wollen. Wir können das alle 3 Tage runterladen, ist alles scheißegal. So. Es ist köstlich, wie du dich aufregst. Ich finde das köstlich, Uli. Mir regt es nur auf, dass bei den meisten Spielen wegen der Xbox halt eine schlechtere Grafik ist, weil die Spiele meistens für die Konsole gemacht werden oder für die Plattform gemacht werden, die am schlechtesten Grafik hat. Ist so. Ja, ist doch ganz klar, maximierter Umsatz. Ja, und ich finde das echt scheiße. Und deswegen, und weil ein Positives hat die Xbox. Jetzt muss ich auch mal die Xbox loben. Ein Positives hat es. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt kriegen wir alle im Streifen. Man kann sie kaputt machen, oder was? Nein, der Chat. Also... Was von Chat? Der Voice. Also Voice. Achso. Ja. Du kannst... Bei der Xbox kann ich jetzt zum Beispiel Assassin's Creed zocken und der Freak zockt Battlefield. Und wir können über Chat quatschen. Also Headset-mäßig so. Oder halt so. Er lenkt ihm doch ab beim Battlefield zocken. Ja, das können wir machen. Das geht bei der PlayStation nicht. Bei der PlayStation geht's nur, wenn du im gleichen Spiel bist oder wenn du in gar keinem Spiel bist, wenn du dich im Chat befindest. Dann soll ich euch mal was erzählen? Jetzt nicht jetzt so spielübergreifend oder so. Soll ich euch mal was erzählen? Dann lobe ich mir Crossover heißt das. So. Da lobe ich mir den PC, weil ich könnte jetzt hier sitzen irgendwann zocken. Ja, du und dein PC. Und dann bin ich mit euch im TS und ich kann mit euch reden. Zocken oder Filme gucken. Ja gut, okay, Filme gucken. Wäre TS ein bisschen stressig, aber es würde gehen. Das wäre ohne eine Möglichkeit, ja, wenn sie sowas wie TS bei uns einbauen würden. Oder Odin, aber da bist du doch an den ganzen an der ganzen Misere selber schuld. Hättest du dir eine Xbox gekauft, hättest du die beste Grafik. Ja, das kommt. Nein! Da hättest du für die Xbox die beste Grafik. Nee, da heb ich mir am Bruch, heb ich mir da, ja. Hast du das Ding mal vom Controller in der Hand gehabt, das schwule Dreckteil? Natürlich, ich hab damals die erste Xbox, habe ich selber gehabt. Ja, total schwul die Knöpfe da dran. Knöpfe war nicht mit Zeichen wie bei uns. X-Dreieck, hast du gesehen? Nein, da heißt sie A, B, Y, Z, R, mein Gott, bei Microsoft haben halt bloß die erste Klasse besucht und dann nur bloß halb. Die können dann einfach wieder nicht so richtig. Guck mal da bei der Kundenbetreuung bei Microsoft an. Da sind nur bekiffte Studenten, die von keinem von nichts eine Ahnung haben. Naja, abgucken können sie. Ja, der Controller ist teilweise abgeguckt von Nintendo. Die Knöpfe haben dieselben Farben und die Tasten heißen auch genauso wie beim Nintendo-Controller. Ja, weil Nintendo damals einen Fehler gemacht hat und sich das nicht gesichert hat. Weil bei Sony die Belegung der Tasten X, Viereck, Dreieck, Kreis, R1, R2, L1, L2... Das ist gesichert, das ist festgeschrieben, das ist nur so, wie die sind, dürfen nur Sony haben. Aber ist das lustig, finde? Was? Wenn ich jetzt mit PC mit jemandem zock und ein Joypad in der Hand halte. Ich nehme ja auch die PlayStation Joypads, weil die liegen am besten in der Hand, ist nun mal so. Also ich nehme dann die PlayStation förmigen halt. Also ich persönlich, wenn ich jetzt einen Kumpel frage, was muss ich denn da und da drücken, sagt ihm immer X, also X, Dreieck, weil ich den PlayStation-Controller voll im Kopf habe. Weil ich ja früher ganz am Anfang eine PlayStation 1 hatte und seitdem hat sich das irgendwie eingebürgert. Ich frage mich dann immer, wenn du Schnupfen hast, gib mir mal das Tempo. Ja, du gibst ein Billigtaschentuch oder irgendwas anderes, aber kein original Tempo. Aber das hat sich so durchgesetzt. Ja, das ist halt so. Ja, die Föhn. Dann sind immer die Vollprofis, die danach, wenn du sagst, drück mal auf X, die dann immer auf den Joypad klötzen und den X-Knopf suchen. Das habe ich auch schon. Ja, das ist, ja, aber
weiß ich nicht, aber das ist so, der PlayStation-Controller, der hat sich ja über die Jahre nicht verändert. Der ist bei der 1 genauso wie bei der 2, genau wie bei der 3. Das Einzige, was dazugekommen sind, Knöpfe. Ja, und dann... Einer. Ein Knopf, und das ist der Home-Button, der PS-Knopf. Relativ, Chris. Es sind 3 dazugekommen. Hä? Analogstick links, Analogstick rechts. Gab's schon mit der PlayStation 1. Ja, die sind aber dazugekommen. Der erste Controller hat's nicht aber gehabt. Standard-Controller hatte keine. Richtig. Standard, das ist richtig. Die mit den links und rechts, die kam erst 1,5 Jahre, nachdem die PlayStation 1 draußen war. Ja, da kam ja erst der Analog-Controller und dann kam ja erst der DualShock. Ja. DualShock finde ich heute immer noch Müll. Nee, der macht echt, bei bestimmten Spielen macht das Spaß. Da hatte der Sony da damals überlegt, wo sie die 3 gemacht haben, oh, lassen wir weg, braucht doch kein Schwein. Ja, und dann haben sie weggelassen und dann haben sie alle oben, ist weg, warum, nee, scheiße, wenn der Auto fährt und da überhuckel ist, dann ist nicht, brrrt, dann ist doof, das macht nichts, nö. Der war gut. Finde ich auch. Oh Mann, aber nee, ohne DualShock. Mich stört's, ich sag. Also ich hab schon viele Spiele probiert, mich stört. Ich brauch's. Am PC habe ich's auch immer gehabt, brauchte ich. Ging nicht anders. Aber wenn wir schon bei der PlayStation sind, dann können wir auch gleich zur PlayStation 4 übergreifen. Herr Udi. Auf jeden. Ja, dann erzähl mal. Du zuerst, du meckerst immer, ich sag zu viel. Nee, ich lass dir mal den Vortritt heute. Nein, jetzt streit dich, jetzt bist du dran, so. Gut. Nee, PlayStation 4 soll ja laut Gerüchten auch mal wieder 4K-Auflösung haben, sprich Ultra-HD, ja, was ich aber noch bezweifeln werde, weil... Falsch, Ultra-HD, ready. Sei ruhig. Was ich noch bezweifeln werde, weil der erste Fernseher, der rausgekommen ist von Sony, der hat ja jetzt auch die 4K-Auflösung, der kostet sage und schreibe 25.000 Euro. Von daher bezweifle ich, dass die neue PlayStation 4, wenn die dann irgendwo mal rauskommt, mit 4K-Auflösung rausbringen werden. Was aber auch wieder so ein Gerücht, die soll schon nächstes Jahr soll sie schon erscheinen. Wahrscheinlich, glaube ich aber auch nicht. Die kommt frühestens 2014. Und Odin, jetzt mach dein Push-to-Talk an. Ist an! Ah nee, scheiße! Wieso ist das nicht an? Boah, leck mich am Arsch. Wie kann man so ins Mikro schreien? Alter! Wieso ist das nicht an? Odin. Ich hab doch an, Push-to-Talk! Ist jetzt auch egal. Jetzt Maul. Jetzt ist der Podcast bald vorbei, jetzt kannst du nachlassen. Jo. Meine Rede. Nein, was ja noch so zu berichten erscheint, dass die neuen Konsolengenerationen, sprich Xbox und PlayStation 4, keine Disc-Spiele mehr kommen sollen. Das soll alles nur noch online geschehen. Aber das Gerücht hat sich wieder in Luft aufgelöst, zumindest bei Sony. Die haben gesagt, dass die ohne Disc-Spiele nie überleben könnten, allein durch den Gebrauchtmarkt. Richtig, obwohl sie den Gebrauchtmarkt ja abschaffen wollten. Aber alleine, nicht nur der Gebrauchtmarkt, auch die Leute, die die Spiele spielen, die sich die danach, wenn sie die zum Beispiel die ganze Reihe wie Dragon Age 1, 2 spielen, danach die Spiele in eine Schrankwand stellen wollen. Ja, da kenne ich genug Gamer, wenn ich mir da Videos angucke im Netz, Jete Willen, Rainer Schauder, Gott Simi, die Dinger auch sammeln, so wie Chris und Icke. Ja, Spiele, die wir sagen, naja, kannst du in einem Jahr vielleicht nochmal spielen, kann man sich das dann nochmal gebraucht holen oder so und dann wird es erstmal vertauscht gegen irgendwas anderes. Aber Spiele, die mich absolut fesseln, ja, die sind in meiner Sammlung und die bleiben auch hier. Wie Assassin's Creed. Richtig. Und dann gibt es ja auch so Spiele, die kriegst du gar nicht mehr, weil die eben zu alt sind, ja. Ja. Versuch beispielsweise heute mal Assassin's Creed 1 zu bekommen, ja, was ja so kackenalt ist. Das kriegst du zwar, ja, aber musst suchen. Bei Amazon kriegst du es, ja, aber dann wahrscheinlich nur so eine Platinum-Version. Ja, das ist halt der Nachteil. Eben, meine Rede. Und dieses Online-Gedöns, das kriegen die sowieso nicht durch. Weil da würden sie alle sagen, nö, kann ich nur einen PC holen. Aber ich sag dir so wie es ist. Zukunft ist es auf jeden Fall. Und kann ich dir genau sagen, warum? Weil dadurch die PlayStation oder Xbox oder welche Konsole in Zukunft regieren wird, viel, viel kleiner sein könnte,
nicht so viel Arbeitsspeicher, nicht so viel Grafik, also eigentlich gar keine Grafikkarte groß bräuchte, weil das Bild ja nur durchgeschleift wird. Du spielst es ja auf dem Server, du brauchst halt eine permanente Internetverbindung und du spielst das Spiel auf dem Server und der Server macht die ganze Rechenleistung. Du streamst es nur. Aber dafür sind wir in Deutschland, da ist Deutschland zu sehr Internetentwicklungsland. Wenn ich mir da Dänemark angucke, wo Mandy hier und Ellen wohnen, ja, da hat ein verpisstes Dorf, 3 Häuser, ja. Fährst du aus der Stadt raus, fährst erstmal 100 Kilometer, bist du an einem Dorf, 3 Häuser. Nochmal 100 Kilometer weiter kommt die nächste Stadt mit, sagen wir mal, 200, kleinere Stadt mit 1000 oder 2000 Einwohnern. Ja, das ist ja bei denen gleich schon eine Stadt, aber davon mal abgesehen. Die haben auch, da wo die 3 Häuser sind, mitten im Wald, haben die eine 1000 Mbit-Leitung. Ich bin froh, dass ich jetzt hier mal eine Elbe habe. 100 Mbit, wenn dann schon. Nein, ich doch. Sei nicht wieder PC als der Papst. Das ist also 1000 Mbit ist ein bisschen extrem. Aber nein, hast schon recht. Das, was du meinst, nennt sich Cloud Gaming. Ja, sprich, du greifst alles vom Server ab. Da hat ja Sony auch diese eine Cloud Gaming Firma, die haben sie ja aufgekauft. Richtig. Ja? Deshalb ist ja dieses Gerücht, dass die nächste Konsole alles nur Cloud Gaming sein soll. Noch nicht. Dafür sind die meisten Länder noch zu sehr in Internetentwicklungsland. Da musst du noch ein paar Jahre warten, bis das Internet hier überall schön stark ist und du Up- und Download in einer vernünftigen Geschwindigkeit hast, ohne Verlust und so, dann ist das machbar. Wenn ich mal was einbringen dürfte bezüglich dieses Cloud Gaming, da bin ich letztens durch einen Kollegen drauf gekommen. Kennt ihr das Spiel Runes of Magic? Das gibt es bereits in einer Cloud Gaming Version. Da kannst du dir, wenn du einen Account hast, auf der Spieleseite quasi, das quasi wie so ein Browser-Game spielen. Also sprich, ist das komplette Spiel, ne? Allerdings ohne deine ganzen Add-ons, die du dann auch in dem Spiel haben kannst, wie bei WoW und so. Das funktioniert wunderbar. Also sprich, das Spiel beweist immer wieder, dass sie immer noch nicht das hinbekommen haben, irgendwelche Sachen richtig zu programmieren, weil du hast da alle 5 Minuten einen Crit-Error. So wie im Runterlade-Client und auch in diesem Cloud-Gaming-Client, ne? Und ich meine, der Cloud-Gaming-Client, der wird ja noch nicht mal durch irgendwelche Add-ons, die du vielleicht installiert hast und veraltet sind, behindert. Das ist ja das Brachspiel quasi. Also, es läuft auch relativ gut, ne? Und du brauchst nicht mal so eine hammerharte Internetanbindung. Nur, ja, es kommt halt wirklich auf das Game an, sag ich mal. Ja, aber jetzt so ein High-End-Game. Und am Server. Ja, aber so, nehmen wir mal die neuen Games. High-End-Game in 8K-Auflösung. 8K kommt ja nach 4K. Ist ja auch schon angekündigt. Nehmen wir davon mal ein Game. Ja, da reicht hier so eine 6000er Leitung oder manche auf dem Dorf eine 2000er Leitung reicht da nicht aus. Und manche Ecken in Deutschland kriegst du ja nicht mal Internet. Nicht Internet. Nee, da hast du UMTS. Ja, und wenn dein Volumen alle ist, hast du Modemgeschwindigkeit sozusagen, Alter, was ist das für ein Scheiß? Damit aber kannst du nicht zocken. Aber von wegen Cloud Gaming, die Firma, die das Sony aufgekauft hat, die haben ja zum Beispiel Battlefield 3 auch im Angebot. Hab ich mal ausgetestet, kannst eine Demo spielen über dieses Cloud Gaming. Funktioniert einwandfrei, kann ich zocken. Mit meinem PC und das muss was heißen. Ja gut, weil du das ja nicht auf dem PC spielst, das spielt ja alles auf dem Server, der PC schleift das ja nur durch. Richtig. Und deswegen wird es die Zukunft sein, weil dadurch werden die Konsolen irgendwann mal so klein wie, was weiß ich, wie ein Android-Telefon. Irgendwann weit in der Zukunft, klar, aber sagen wir mal hier so ein kleiner normaler Receiver, ja, der nicht mal Full HD kann, ja, sondern so ein ganz kleines Schnuckelding. So groß könnten Konsolen sein, wenn es Cloud Gaming vernünftig geben würde. Wenn die Internetgeschwindigkeit und die Server in Deutschland ausgelastet wären, also vernünftig wären. Ja, aber das ist halt ein Nachteil für die Leute, die sich auch gerne halt in eine Schrankwand stellen, um zu gucken, ach Mensch, das könnte ich jetzt mal wieder spielen, ach, das habe ich durch, ach, das war doch eine schöne Reihe. Oder mit Leuten zusammenzusitzen und sich mal die Covers angucken. Ja, also dieses Cloud Gaming, so verkehrt ist das gar nicht. Das Problem ist halt immer noch die Internetanbindung, die wir in Deutschland haben. Allerdings haben wir in Deutschland mit eine der besten Server immer noch. Das muss ich sagen. Ja. Server, aber was ist mit dem anderen Zeug? Ja, das ist halt. Außer du wohnst in der Großstadt, dann hast du so wie ich eine 25 Mbit-Leitung. Ja. Aber manche Dörfer hier haben ja nicht mal UMTS vernünftig. Nur mit Ruckeln oder Abbrechen oder hast du nicht gesehen. Was ist denn bitte? Ja, wir sind doch nicht hier dritte Welt.
Ja, aber Odin, wie war ja PlayStation 4? Du wolltest extra PlayStation 4 extra haben, jetzt hast du es extra und du hast nichts zu sagen. Also darfst du aber sagen. Also ich bin ganz stark der Meinung, dass Sony 4K-Auflösung reinmacht. Wenn nicht so ja 8K. Weil Sony bis jetzt immer das Beste drin geklatscht hat und schon, also da muss ich sagen, da hat Sony immer weiter gedacht als andere, wie Xbox zum Beispiel. Ja, so, Full HD. Full HD war noch nicht mal richtig durchgesetzt, nicht mal HD Ready war in Deutschland richtig durchgesetzt. Das hat da gab es noch nicht mal HD Ready richtig. Da kamen die da schon, hatten die das schon drin. Da gab es noch nicht mal Konsolen. ja. Doch, ich weiß schon, was Uli meint. Es war noch, HD Ready war da im Prinzip. Angekündigt. Noch nicht so wirklich. So, Sony hat es eingebaut, hat es immer noch nicht unterstützt und dann mit dem Update erst kam die Unterstützung. Ja, die haben es aber schon, die haben weise vorausgedacht und haben gleich auf Full HD gedacht. Die haben gleich Full HD drin gehabt. Und nicht irgendwie hochskaliert oder so, richtig Full HD. Das war alles schon da, ja. Musste man halt nur ein Update machen und dann hochskalieren. Also, das sind freigegeben sozusagen Full HD. Ja? Ja. Und da hat Sony, deswegen denke ich mal, dass die 8K-Auflösung schon ist, aber die 4K, ich denke aber eher, weil Sony ja weit vorausdenkt und die nächste Konsole soll ja auch wieder 5-6 Jahre halten, denke ich mal, dass sogar eine 8K-Unterstützung drin sein wird. Denke ich ganz, ganz stark. Ich würde abwarten. Da geht's. Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr rauskommt. Die kommt frühestens 2014. Frühestens. Früher kommt die sowieso nicht. Aber wo wir gerade schon bei Voraussicht vorstellen und 2014 wird sie rauskommen. Ja, wo wir gerade schon bei Voraussicht sind, 3D wurde ja auch als nachträglich eingebaut per Update. Ja, weil viele das haben wollten, aber hat sich durchgesetzt? Nein. Ja, hat sich nicht durchgesetzt, 3D. Aber davon mal abgesehen. Aber das war ja damals nicht vorauszusehen, wo die PlayStation auf den Markt kommt, das kam, dass irgendwann mal Full HD in 3D gibt. Das war ja nicht vorauszusehen. Aber dass es Full HD geben wird, das wusste Sony ja. Ja, und deswegen haben sie den ja schon mal eingebaut. Richtig. Ist ja auch, sag ich mal, relativ schlau gewesen, ja, im Gegensatz zur Xbox. Das kam ja erst mit der Xbox Slim, genau. Deswegen bin ich ganz stark der Meinung, dass die 4K auf jeden Fall drin sein wird und die 8K auch. Ich denke mal, 8K wird auch drin sein. Was auch kommen soll, sollen ja die neuen Blu-rays sollen ja da kommen bei der PlayStation 4. Sprich, ja, die mit 150 Gigabyte. Nee, die mit 1 Terabyte sollen kommen. Das glaube ich nicht, die sind doch in der Entwicklung. Ich denke mal maximal 500 Gigabyte. Aber was soll man mit einer 500 Gigabyte Disk, Alter? Das glaube ich nicht. Ja, Odin, umso neuer die Spiele, umso größer werden die auch und umso mehr Platz brauchen die logischerweise auch. Dementsprechend größeren Datenspeicher. Aber da kann ich 500 Gigabyte für ein Spiel. Oh, wie schnell das vorangeht, ja. Guck mal, heutzutage die Spiele, ja, wie groß die sind, ja, 15 Gigabyte, kein Ding. Ja, ich sag ja gar nicht. Hast du ja recht? 500 ist dann schon ein bisschen. Ja, das glaube ich auch nicht. Die werden es machen, weil sie teuer sein werden und weil sie den Kopierschutz und hast nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie voll kriegen. Nö, ausnutzen tun sie es nicht. Die tun ja heute noch nicht mal die heutigen Blu-rays ausnutzen. Siehst du? Da sind wir doch schon wieder beim besten Beispiel. Ja, wie groß ist denn eigentlich so ein Blu-Ray-Rolling? Kommt drauf an. Blu-Ray, wie die Dinger heißen. Glaub, 50, glaube ich, Maximum. Nein, gibt es jetzt schon 100 Gigabyte. 150 Gigabyte gibt es auch schon zu kaufen. Ja, da kostet aber ein Blu-Ray mal eben 15 Euro. Ja, einer. Und da einer. Find ich aber jetzt gar nicht so schlecht, wenn du gerade mal deine Daten speichern willst. Auf jeden Fall. Ja, hatte ich mir auch schon überlegt, weil ich habe ja hier die komplette Sammlung von Dragon Ball Z. Ja, also die Serie. Gekauft. Ja klar, das ist eine Box. Ja, mehrere Boxen. Ja, aber warum willst du die denn saven? Die sind doch schon nicht saved. Ja, weil das Problem ist, das sind 291 Folgen. Ja. Das sind mehrere Boxen mit jeweils, glaube ich, 5 Folgen waren drauf. Weiß ich nicht, genau. Kann ich jetzt so hundertprozentig nicht sagen. Die Kinofilm, die außerhalb, also da sagen viele, sind 10 Filme. Die Movies sind nicht mitgezählt. Sind 8 Movies und 2 Spezials. Ja, naja. Ich bin Dragon Ball Fan, ich weiß das, ich hab das alle. Und mir geht's ja darum, ich hab die ja alle mir kopiert auf Festplatte.
Weil ich will die hintereinander weggucken und ich habe keinen Bock, da alle paar Folgen aufzustehen und die DVD zu wechseln. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich mir, ja, ich bin faul, ich gebe zu. Ja, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass du faul ja. bist, wegen 3 Meter laufen, ne? Ja, 3,5. 3,5, ja. Das ist ein Unterschied. Ja, und alle 4 Folgen aufstehen da, um die DVD zu, habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich die mir schön, alle schön gerippt, habe die mir auf die Festplatte geklatscht und dann kann ich mir die nacheinander angucken. Und die laufen nacheinander auch durch, da brauche ich nicht irgendwie weiter drücken oder sonst irgendwas dergleichen, zack, bumm, weiter, nächste. Und die sind doch alle ohne Kopierschutz, ne? Ja, dann habt ihr das Programm drin gemacht und... Ja, das hat AnyDVD nicht gesehen, den Kopierschutz. Nee, natürlich nicht. Ich nehme irgendwas anderes. Ich hab da von einem Kumpel ein Programm und sagt da, hier, machst du deine DVDs drin. Ja, MovieJack, oder? Ja, ich sehe ja von dem, habe ich es ja damals aus dem Grund gemacht, nicht nur, weil ich alle hintereinander gucken wollte, eigentlich habe ich es ja eher gemacht, um die DVD zu schonen. Weil durch das Ein- und Auslegen, weil mein DVD-Player damals, der manchmal so kleine Kratzer auch gemacht hat. Und jetzt sieht nicht schön aus. Ja, ich bin penibel mit meiner Sammlung. Ja, du guckst ja auch immer auf die Rückseite der DVD, natürlich. Nicht immer, aber es geht um Prinzip, wenn ich will da keine kleinen Kratzer drauf haben. Ich will das schon. Ja, stimmt, kleine Kratzer können dann irgendwann auch große zu größeren Kratzern werden. Das ist, genau. Oder einem Riss, das hatte ich beim PlayStation 3 Spiel, ja. PlayStation Spiel eingelegt, rausgeholt, Riss quer durch. Haha, das ist ja mal geil. Und deswegen hatte ich mir überlegt, weil ich die auf Platte habe, die lasse ich auch auf Platte, aber die mir auf eine Blu-ray zu machen. Auf eine große. Ja, weil sind ja auch, wie gesagt, 291 Folgen. Weil da kann ich die Blu-ray drin schieben und dann kann ich die vom Blu-ray gucken, da habe ich die auch an. Stück, weißt du? Jetzt habe ich mal ganz kurz zur Frage. Crazy. Und die Disc mit dem Riss, das war die erste und einzigste DVD oder das erste einzige. Game, was du vor dem Odin bekommen hast. Sei mal ruhig. Das war, was du vor dem Odin bekommen hast, oder? Das war, was war das? Modern Warfare 2 war das gewesen. Das hat er definitiv nicht von mir. Und ich weiß, dass es Modern Warfare 2 war. Nein, ich habe gesagt, bevor du es bekommen hast, war das einzigste Spiel, was er vor dir bekommen hat und hat es gleich kaputt gemacht. Ja, na, das ist klar, dass er das vor mir hatte. Da hatte er die PlayStation, habe ich noch nicht. Und davon mal abgesehen, das ist ein Shooter, den hätte er sowieso vor mir gehabt, weil ich nicht koche. Das war aber das einzigste Spiel, was mir bis jetzt gerissen ist. Also, sonst ist mir noch nie eins irgendwie durchgerissen. Das war auch nur so ein kleiner Riss, genau wo der Kreis ist. Aber sobald dann Riss ist, ist Feierabend. Nee, ja. Ihr habt das jetzt nicht verstanden, was ich meinte. Okay. Ein zweites Kreis. Nee, aber ich denke echt ganz stark, dass die neue 8K-Unterstützung hat und einige neue Features haben wird. Und schneller wird es auf jeden Fall sein. Ob sie da wieder auf, ich denke mal, die wird auch wieder auf Linux basieren. Die Trophäen werden sie auch mit übernehmen und so. Ich bin echt mal gespannt. Also Sony will ja diese Online-Spiele ziehen, will sie ja mehr unterstützen. Das kriegt man ja jetzt mittlerweile mit. Ich würde es begrüßen. Ja, wenn sie so teuer wären, die Spiele, ne? Die kosten ja genauso viel wie die Originalspiele. Und das sehe ich irgendwo nicht ein. Ja, weil da ist ja mehr mit drin bei den Originalen. Aber davon mal abgesehen. Guck mal im Store hier Mass Effect an. Ja, das hat im Store hatte 2, ja. Das war kurz vor 3. Kurz bevor 3 rauskam, hat es im Store immer noch gekostet 59,99. Ja. Ja, hast du bei Amazon oder wie ich wo gekauft, hast du für 29 gekriegt. Neu, auch neu, noch original verschweißt. Ja, ist die Hälfte weniger. Ja, und jetzt kostet noch 20. Aber Mass Effect 3 kostet dafür immer noch 70 Tacken. Ja, das hatten sie aber kurze Zeit runtergesetzt, hast du mir erzählt. Ja, Sommerangebote. Aber, Odin, komm mal zum Schluss, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, ich freue mich total auf die PlayStation 3. Ich werde sie mir definitiv nicht gleich am Anfang holen, weil sie noch richtig schweineteuer sein wird. Ach, die PlayStation 3 freust du dich, gut. 4. Mann, oh, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt und vorher Nacht auch nicht. Nee, ich freue mich auf die PlayStation 4. Ich werde sie mir, das erste Modell werde ich mir nicht holen, die Slim werde ich mir dann holen. Aber wird bestimmt eine mega geile Konsole. Abwarten würde ich sagen. Ich warte ab, was kommt und wie und was und was nicht. Du hast doch die ersten Bilder gesehen. Oh, die muss ich mir gucken. Scheiße, ich warte doch nicht, bis die Slim kommt. Ich hole mir die gleich, wenn sie rauskommt. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken. Ja, bei den ganzen Gerüchten, da halte ich mich immer ein bisschen zurück bei den ganzen Gerüchten.
Ja, die PlayStation 3 damals, wo die kam, war die auch arschteuer. PlayStation 3 ist die erste PlayStation-Konsole, wo ich nicht das erste Modell habe. Jo, ich schon. Hä? Ja, ich hatte bei der 1, die hatte ich vorbestellt, die, also meine Eltern vorbestellt damals noch. Die 2 habe ich mir vorbestellt, ja, darf ich gar nicht erzählen, habe ich ja so ein paar Tage vor Release so ja gekriegt. Ja, das weiß ich noch wie heute, ich habe mir die PlayStation 2 vorbestellt, habe gesagt, du kannst auch schon Einzelteile dazu, also Zubehör dazu bestellen, sag ich. Da ich war das controllermäßig und so, ja, du brauchst jetzt eine andere Memory-Karte, die ist nicht mehr kompatibel. Da ich sage, naja, dann gib mir mal eine Memory-Karte, noch einen zweiten Controller dazu, welche Spiele sind denn angekündigt, welche kommen denn, welche kann man schon kaufen oder bestellen. Halt mir holt Dragon Ball und was habe ich mir noch geholt? Irgendwas war noch, weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwas halt ja. Spiele. Ha? Ist doch eher. Ja, irgendwas habe ich mir gleich zwei Spiele dazu bestellt. Da habe ich ja die PlayStation 2 habe ich so circa ein Dreivierteljahr bestellt, bevor die überhaupt kam. Und habe sie nicht gewartet, wann kommt sie. Ja. Kam immer zwei Modelle von den Konsolen, das ist so richtig. Ja, und ich habe immer bis jetzt das erste Modell gehabt. Und nicht nur das erste Modell, das allererste Modell. Allererste. Ach, die mit dem Hitzeschaden oder was? Was? Nee, die mit dem Hitzeschaden, die PlayStation 3, die nicht. PlayStation 3 ist die erste, die ich mir nicht das erste Modell geholt habe. Ach so. Bei mir hatte die 2 ja so extrem gezockt, bei mir hat die Rumble-Funktion schon ja nicht mehr funktioniert. Was ist Rumble? DualShock. Genau, ich sag das wieder eine Rumble dazu. Nee, weil es hat DualShock nicht mehr funktioniert bei mir. Und was ist DualShock? Dass der Controller vibriert, wenn du überhaupt Vibration. Oder so. Oder wenn du beim Prügelspiel ihn in die Fresse kriegst, vibriert der Controller. Ja, das würde mich, so würd mich total Pro-Gamer. Kürre machen, wenn plötzlich in meinen Händen irgendwas anfängt zu vibrieren, Alter. Nee, du kommst da, das hilft dir manchmal, gut ins Spiel drin zu finden. Ja, du kannst da echt versinken, weil du kriegst die Vibration ja mit, wenn du da über Hochel fährst. Also das ist schon gut. Das vibriert ja nicht extrem, das vibriert ja so, wie du es gerade brauchst. Ich weiß, wie das vibriert. Ich habe ja selber mal bei einer Xbox mit dir zocken. Ja, hast einen Vibrator zu Hause, ich weiß. Deine Mama hat einen Vibrator zu Hause, nein, Mann. Ja. Aber ja, diese mich hat das total gestört, wenn da, oder als da irgendwas zwischen den Pfoten vibriert hat. Weil, wie gesagt, ich bin PC-Zocker. Ich bin es gewohnt, eine Tastatur hier zu haben und eine Maus. Meine Maus, die kontrolliere ich. Wenn die mal wackelt, dann habe ich sie irgendwie durch die Wohnung geschmissen oder so. Also weil ich immer wieder enraged bin oder so. Also ich habe am PC auch teilweise einen Controller gezockt, aber der musste vibrieren, der hat einen Vibrationsalarm gehabt. Also Vibrationsfunktion, sonst kann ich nicht zocken. Aber diese Vibrationsfunktion, das ist so, der männliche Dildo. Ja. Naja. Und für die ganz Speziellen wird es irgendwann einen Anal-Controller geben oder was? Willst du sowas haben oder? Nicht ich wirklich. Enthalte mich. Oh mein. Ein Teufelspreis würde ich jetzt sagen. Oh ja. Ja, Udi, dann komm zum Schluss. Oder hast du noch Infos? Nö. Nee, dann machen wir hier für heute Schluss mit unserem ersten Spezialpodcast. Der nächste wird in bald folgen über Spielverfilmungen. Ja, also Filme, die von Spielen her stammen. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier alle. Machen wir wieder unser. Das war aber schon das. Nein. Das war aber schon der zweite Scheiß-Podcast. Nein. Das ist der erste Spezial. E3 und Gamescom war eigentlich auch Spezial. Nee, das war eigentlich mit zur Release-Liste. Das war nicht richtig Spezial, das war ja Release-Liste. Egal. Ja, dann machen wir jetzt unser obligatorisches Tschüss für alle Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hört uns wieder zu. 3, 2, 1. Tschüss! Tschüss.